Brand im Deutschen Theater. Um 11.52 Uhr ging bei der Feuerwehr München die Meldung ein. Im Deutschen Theater in der Schwanthaler Straße brennt es. 60 Feuerwehrleute waren Minuten später vor Ort, machten sich ein Bild der Lage. So wie es ausschaut, ist momentan ein Dachstuhlbrand. Das heißt, in diesem Fall ist Isoliermaterial bei den Bauarbeiten in Brand geraten. Wir sind mit umfangreichen Kräften vor Ort, also sprich zwei Züge und diverse Sonderfahrzeuge. Und es sind also zwei Rohrleitungen verlegt worden, um den Brand zu bekämpfen. Wie genau das Isoliermaterial in Brand geraten konnte, ist noch nicht geklärt. Eine Person wurde leicht verletzt, erlitt eine Rauchgasvergiftung. Aber eine Gefahrenlage sehen Sie jetzt nicht? Nein, also größere Gefahr wird es nicht werden. Brand unter Kontrolle, alles gut. Viel Lärm um nichts, würde man im Theater sagen.